Olaf Scholz macht den großen Maskenrückzieher. Er fliegt jetzt im Regierungsflieger, jetzt aber mit Maske. Und das ist der große Unterschied zur vergangenen Woche. Ja, da hat uns der Kanzler ja noch erklärt, warum er ohne Maske fliegt und wir alle mit Maske fliegen müssen. Er und sein Sprecher hatten mehrere Tage lang erklärt, warum für sie angeblich zu Recht andere Regeln gelten als für uns. Und jetzt wieder alles anders. Jetzt gerade fliegt der Kanzler nämlich nach Prag zu einem Regierungsbesuch in diesen Minuten. Und da sitzt dann im Regierungsflieger mit den strengsten Maskenregeln, die es je gab, sozusagen. Bei uns Bild-Politikchef Jan Schäfer im Studio. Grüße dich. Guten Morgen. Anstatt also, dass jetzt alle im Flieger, auch wir, die Maske ablegen können, geht es genau in die andere Richtung. Und Olaf Scholz zieht die Maske wieder auf. Die strengsten Regeln seit 2 Jahren dort im Regierungsflieger plötzlich. Ja, man kann den Eindruck haben, wir sind nicht im August 2022, sondern wir befinden uns im April 2020, also ganz zu Beginn der Pandemie, als es noch keinen Impfstoff gab, als überhaupt niemand geimpft war, als man auch gar nicht wusste so richtig, wie sich dieses Virus eigentlich verbreitet. Was jetzt passiert und was wir sehen, ist ja ein totaler Alleingang, den die Bundesregierung hier insgesamt in Deutschland ja auch beschreitet. Und wir sehen einmal genau den Hinweis des Regierungssprechers an unsere Kollegen, die jetzt mitfliegen mit Olaf Scholz nach Prag. Und dort heißt es, dass es einen PCR-Test vor Abflug gibt. Es gab dann nach Informationen unserer Kollegin auch noch einen Schnelltest vor Abflug. Und jetzt gibt es die Maskenpflicht. Und warum ist das eigentlich aus unserer Sicht völlig bekloppt? Das muss man einfach sagen, weil das Virus oder wir viel, viel besser geimpft sind gegen das Virus. Wir sind 2 Jahre, kann man sagen, weiter. Und fast alle europäischen Länder um Deutschland herum haben im Luftverkehr auch keine Maskenpflicht mehr. Da kann man, wenn man will, natürlich Maske tragen. Aber wir gehen hier einen echten, echten anderen Weg. Quasi der Geisterfahrer auf der Autobahn. Jetzt könnte man ja sagen, ach, wenigstens hat er dazugelernt. Ne? Wenigstens merkt er, es kann ja nicht so sein, dass für die Politik oder wie viele es empfunden haben, für die da oben was anderes gilt als für den Rest der Bevölkerung. Gleichzeitig fragt man sich, ja Moment, warum gleichen wir uns denn nicht den Freiheiten an? Warum sagen wir nicht alle, jetzt hören wir mal auf damit und der Winter, der kommt noch früh genug, es wurde ja schon Alarm geschlagen ohne Ende. Absolut richtig. Also man hat den Eindruck, dass wir keine Ampelregierung mehr haben, sondern eine Angstregierung. Olaf Scholz weiß eigentlich ganz genau, er war mal Finanzminister, wie wichtig auch Psychologie ist. Er hat das selbst praktiziert als Finanzminister in der Corona-Krise, hat ja damals diese sogenannte Bazooka gezogen, ein irres, teures Milliardenprogramm, um Bürger und Firmen in der Pandemie zu stützen. Hat er extra gemacht, um dieses Gefühl zu geben, Leute, also wir sind da, wir werden diese Pandemie bewältigen. Was jetzt passiert, ist genau das Gegenteil. Er sorgt für zusätzliche Angst, indem er auch wieder Maske trägt. Er hat einen Gesundheitsminister, der weiterhin massiv Angst verbreitet, der vor einem ganz, ganz schlimmen Herbst warnt, der auch wieder vor der epidemischen Lage warnt. Also das Gegenteil von dem, was eigentlich jetzt auch psychologisch gesehen nötig wäre, ist das, was Scholz und Teile seines Kabinetts aktuell praktizieren. Dazu kommt, dass seine Worte, die Kanzlerworte und die seines Regierungssprechers dann ja wenige Tage später nicht mehr gelten. Die beiden haben uns, vor allen Dingen der Regierungssprecher, sehr wortreich erklärt, warum das richtig war, nach Kanada zu fliegen mit Sonderregeln. Und jetzt, wenige Tage später, sind die Sonderregeln abgeschafft auf dem Flug nach Prag, auf dem kurzen Flug. Und plötzlich gelten die Regeln, die für uns alle gelten. Also was sagt das über die Beständigkeit von Worten der Regierung, des Kanzlers in diesen Zeiten? Das sagt zumindest, dass er die falschen Schlüsse aus der ganzen Debatte um die Maskenpflicht zieht. Die Lufthansa hat sich im Rahmen dieser Debatte ja vergangene Woche auch bei uns hier bei Bild geäußert. Und Vorstände haben ganz klar gesagt, wir brauchen die Maskenpflicht im Flugzeug nicht. Da wird die Luft so extrem stark gereinigt, dass es eigentlich wahnsinnig unwahrscheinlich ist, sich überhaupt anzustecken. Und natürlich kann man freiwillig Maske tragen. Aber Olaf Scholz, und das ist das, was ja auch du gerade wissen wolltest, reagiert auf die ganze Debatte der vergangenen Woche mit dem falschen Schluss. Er sagt nicht, wir heben die Maskenpflicht für alle auf. Nein, sie wird ja sogar noch ab Oktober verschärft. Dann gilt nicht nur Maskenpflicht, sondern PCR-Maskenpflicht an allen Flugzeugen in Deutschland, Linienfliegern, Charterfliegern. Und genau auf diesem Weg befindet er sich auch. Also der falsche Schluss aus einer sinnvollen Debatte. Jan Schäfer, unser Politikchef, zur Maskendebatte um den Kanzler. Eben gerade haben wir noch mal die Bilder auf dem Flug nach Kanada gesehen. Dort alle ohne Maske und jetzt gerade alles wieder anders. Alles wieder anders. Danke dir, Jan. Danke.